Schön, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier wieder mal mit einer Besonderheit. Und zwar hat mir Speed 0373 oder 0373 ein Let's Play bzw. ein Replay von seinem T28 HTC geschickt. Und zwar, wie wir alle wissen, ist das einer der Panzer, den man sich über die Missionen bzw. über die Aufträge organisieren kann. Wir schauen uns den doch mal in aller Ruhe an. Schaut ganz interessant eigentlich aus, so rein optisch. Also von dem her, ich kann euch jetzt schon mal verraten, links und rechts die Knubbel, die ihr hier seht sozusagen, das sind die Weak Spots. Das heißt, wenn ihr den als Gegner habt, da draufballern, das tut ihm richtig weh. Ansonsten ist er nämlich recht gut gepanzert. Wir haben 181 Durchschlag mit normal... Alter. Okay. Schauen wir uns doch das nochmal an, was er da gemacht hat. Sehr, sehr kurios. Ach, der hat... Ah, da gab es wohl Probleme mit seinem Panther. Und der war schon blau. Okay, alles klar. Ich dachte schon, er hätte den Teamkill begangen, aber in dem Fall alles gut. Ihr habt gesehen, ich habe kurz gestockt. Jetzt gibt es natürlich die obligatorischen Flames. Aber nicht umsonst war er blau. Oh ne, jetzt schießen sich hier alle zusammen. Panther geht schon in Stellung. Sein Zug mäht, aber er zieht zurück. Auch der T29, der wird geflamed hier, also dementsprechend wird der Lux wohl der Übeltäter gewesen sein. Wir konzentrieren uns jetzt aber wirklich auf ihn. Erwischt. Erster Kill, direkt weg. 156 Schaden. Er ist klassischerweise sehr, sehr langsam. Wir haben übrigens als Karte Bergpass, ich habe die Einleitung sozusagen gar nicht gemacht. Und mit dem Gegnerteam, das etwas schlechter ist. Es wird auch eine sehr kurze Runde sein, deswegen gibt es danach noch ein zweites Replay. Da sieht man 265 Schaden gemacht bei 8,5 Sekunden Reload. Wie viel hat denn? Müssen wir mal glatt gucken. Die Durchschlag mit Premium sind 224. Der Schaden bleibt der gleiche. Also von dem her alles im Rahmen. Und jetzt ist hier unten viel Bambule. Deswegen fährt er jetzt da auch rum. Und will hier wahrscheinlich supporten. Würde zumindest sehr viel Sinn machen. Da kommt jetzt auch schon Tiger 1 auf ihn. Und ich glaube, jetzt werden wir auch gleich mal die Fähigkeiten sehen, was er aushält. Schön. Da prallt er doch schon den ersten ab. Schön übrigens getrackt. Da hat er nicht mehr getrackt. Hätte er einfach nochmal draufhalten können. Oh, da kommt ein... Ah, da sieht man schon, er hält auch wirklich was aus. Schön angezündet. Nice. Also er hält hier viel ab. Oh, jetzt hat er einen Cromwell im Heck. Jetzt muss er ein bisschen weiter vorfahren. So, jetzt schießen sie schon mit Premium auf ihn. Zumindest der Tiger. So. Also die haben hier wirklich Probleme. 2100 Schaden. 6 zu 6 steht's. Oh, schade. Hätte er einen High Roll gehabt, wäre der weg. Aber wie gesagt, er prallt hier einen nach dem anderen ab. Sogar im Heck gerade einen abgeprallt. T1 Heavy ist jetzt tot. Kette ist noch am Reparieren. Dann muss er mal weiter. Also, wirklich krass, was der hier abprallt in dem 7er Gefecht. 7er, 6er, 5er. Hat natürlich auch als Hide hier Glück gehabt. Aber schon 3100 Schaden. 10 zu 6. So, da ist noch eine Su. Zack. Mit Auto-Aim reingehalten. Und die nächste unten in die Wanne rein. Auch da. Easy doing. So, jetzt hat er da noch den T25-2. Er ist schon bei 4 Kills. Mal schauen, ob er sich noch den Krieger arbeitet. Zack, aus der Fahrt.
Ein Gegner noch. Und der braucht dafür... Oh, das, ob er den Krieger noch schafft, wage ich zu bezweifeln. Aber trotzdem 3700 Schaden gemacht. Das ist schon aller Ehren wert. Und hat auch noch 350 Struktur. Wirklich cool. Also da sieht man zumindest, dass der wirklich Spaß machen kann. Also für alle die, die sich den vielleicht noch gerade erarbeiten. Jetzt, nicht dass der kommt jetzt echt runter. Ist unten im Wasser. Oh, schade. Kein Kill mehr. Da ist ihm der Krieger kurz verwehrt geblieben. Aber trotzdem war es eine schöne Runde. Er hat ordentlich Schaden gemacht und seinen Panzer ausgeholt. Und wie gesagt, jetzt im Anschluss gibt es noch ein Let's Play. Deswegen guckt euch das Ergebnis an und bleibt dran. Es geht gleich weiter. Und thematisch geht es jetzt direkt weiter mit den TDs in der Form hier mit dieser Gestalt und zwar dem T-30. Wir bleiben also den Amerikanern treu. Hier auch in dem Fall Top-Tier mit zwei Neunern, ansonsten Achtern. Karte ist Murowanka und ansonsten die Teams auch hier. Eine ganz kleine Nuance vielleicht zu Lasten des Teams von ihm, aber das ist wirklich eng. Also ich würde sogar sagen, es ist fast ausgeglichen. Was hat er denn da eigentlich drauf? Aha. In God we trust. Ja, das ist natürlich passend. Für den Hunter. Und zwei Gunmarks. Das ist vielversprechend. Mal schauen, ob er uns denn wirklich überzeugen kann. Die Minimap machen wir größer. Er fährt jetzt hier in den ehemaligen Zauberwald, der nicht mehr so wirklich verzaubert ist. Und natürlich, T-30 lebt viel von seiner Gun Depression. Die kann er auch bestimmt, oder was heißt bestimmt, die wird er auch hier definitiv ausnutzen können. Da ist schon ein Foch offen und jetzt gehen wir mal in seine Sicht. Da sieht man schon, Gun Depression, zack, ein schneller Hit. Einfach mal in die Seite gehalten und wieder zurückziehen. Eine Gegner-Arti, da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Seine Arti hat gerade die Foch gekillt. So, und der Jagdtiger, der wird jetzt hier auch. Zack, 650 Schaden. Reload 17,7 Sekunden. Vielleicht ein bisschen der Nachteil an dem TD, der lange Reload. Hab natürlich viele, aber. Und die weiche Frontplatte. Ansonsten ist es aber wirklich ein sehr, sehr cooler Panzer, gerade durch den komplett drehbaren Turm. Macht das Spaß? Auch Entdeckung. So, Kanawan, T32. Boah, nice. Da hat der GB-Tiger ihn super unterstützt. Erster Hit von ihm, dann der Tiger. Und zack, ist so ein T32 auch mal weg. So, jetzt ist er noch im Reload, deswegen hat er noch mal ganz kurz zurückgesackt. Wir müssen hier raus! Schön den Jagdtiger gleich mal. Da sieht man T34-3 mit AP. Der Panzer ist wirklich nicht vom Durchschlag so stark. Mit 175, glaube ich, hat er. Also die Frontplatte ist definitiv weich. Das heißt, wenn er so kommt wie jetzt, kommt man da auch gut durch. Ich glaube aber, er wird sich zumindest gleich rächen. Ja, da bekommt er... Ja. Boah, Munitionslager weg. In die Fresse. Alter Schwede. Der tut weh. Der tut echt weh. Mein Beileid T34-3. Aber das ist halt so... Ja. Oh, das tut schon eigentlich echt weh. So, Kanawan weg. 6:4 steht es aktuell. Und der Zug geht weiter. Da drüben ploppt doch schon einiges auf. Und da ist auch noch was. Den nimmt er zum Frühstück. Zack. Noch ein Kill. 4141 Schaden. Drei Kills. Tus Muertos. Ich kann mir vorstellen, egal was es heißt, es ist nichts Nettes.
So, die Arti, die lässt einfach mal links liegen. Da sagt er, das, da können sich andere drum kümmern. Das kleine Futter. So, da ist ein Tiger. Alles aktuell hinter dem Kamm. Der T-34, der dürfte aber allerdings greifbar sein. Ja, da ist, ist er es auch. Schöner Hit. Ja, der kommt natürlich durch. Wir schauen uns auch mal kurz die Werte an. Durchschlagskraft 200, ups, da war's weg, 276, 320 wären es mit AP, hat er aber mit Premium, sorry, hat aber gar nicht nötig, er nimmt dafür lieber noch ein bisschen HE mit 950 Schaden, da freut sich doch jeder Waffenträger. Alle Mann zurück! So, aktuell Gegner am Captain, aber das ist eher eine Verzweiflungstat. Da ist der Löwe weg. Und da, oh, da, und dann noch so voll. Bam. 700 Schaden. Er macht das absolut richtig. Zieht sich immer schön zurück zwischen den Schüssen. Aber ich glaube, bei einem Spieler mit seiner WN ist es selbstverständlich, dass er das so macht. So, jetzt nimmt er den Prototyp als nächsten ins Kreuz. Der steht auch schön seitlich. Besser geht's gar nicht. Bam. 806 Schaden. Aktuell bei 6,4. So, der hat ihn schön an die Seite getroffen, des Helmes, der Tiger. Was kommt denn da? Bam! AMX 5600 auch weg. So, jetzt ist eigentlich nur noch eine Frage, schafft er den Krieger oder nicht? Vielleicht sehen wir jetzt in dieser Runde einen. Der WZ, auch er kommt durch. Mit Auto-Aim, zack. Jetzt braucht er noch einen Gegner. 5 Kills, 7400 Schaden, ein Gegner bleibt noch über. Jetzt wäre er im One-Shot-Bereich. Jetzt definitiv, lad durch, schieß ihn ab. Nein, ja! Nice! 7800 Schaden und den Krieger abgeholt. Auch das war selbstverständlich ein Panzer, als wie ihr es gewohnt seid. Ich glaube und denke, ihr habt zwei wirklich angenehme und schöne TDs gesehen. Auch hier seht ihr natürlich jetzt die Aufklärung des Endergebnisses. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Ich freue mich wie immer sehr und wünsche euch weiterhin alles Gute bei World of Tanks. Euer Alcaramba.